Gelb gegen Weiß geht ja meistens wegen schwarzen Hosen. Zuschauer generieren. Kontraste. Augenwinkel. Ah, guck mal, ganz stark hier. Sie könnten heute den Titel sichern, wenn sie... Ich hab kurz gedacht, der Dennis nimmt jetzt Anlauf und dribbelt ins Gegnertor. Ah, sorry. Schade. Ja, genau, aber so halt, ne? Dann würde, hat der mich sich jetzt angeboten. Bei einem 8-0 auf jeden Fall. Auch bei einem 8-0 schön. Muss der Torwart nicht ins Gegnertor dribbeln. Aber er muss es können. Jetzt anlaufen. Schön. Ach, Pech. Guck mal, stark. Das ist doch die Press, das ist die Pressaufstellung, mit denen uns alle anderen totpressen. Ja. Die laufen das komplette Mittelfeld bis in die Nähe vom 16er, ohne dass die jemand stört. Wir spielen die gerade zwei. Ja, das sind dann die Stürmer schon. Jawohl. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Nicht vorbei, der Arnie. Hinten, raus, hinten. Ach, kurz auf Arne, Mann. Oh, mein Lied. Spielt den Ball kurz. Und das ist der Ballverlust. Und jetzt müssen wir vorne bleiben, vorne bleiben. Jens, wo willst du jetzt da drauf? Ja, aufrücken. Die haben den Ball am eigenen 16er. Dann dürfen die da nicht so viel Platz haben. Denn das ist richtig. Das ist ja das, was, ja, das, was das wir die ganze Zeit versuchen. Deshalb üben wir das da jetzt bitte. Nicht alles kritisieren, aber ansagen ist gut. Wir müssen erstmal da reinkommen, glaube ich. Ne? Handschlag. Und jetzt Güni raus hinten. Du musst jetzt da stehen bleiben und den Ball. Ich bin viel schneller hinten raus. Schön. Ja, reicht doch, dass einer auf einen Spieler geläuft. Wir laufen oft mit zwei auf denselben Gegenspieler. Das ist auch Quatsch. Dann sag das bitte an, wenn du das siehst, damit das demjenigen oder denjenigen, die das gemacht haben, bewusst wird. Ich glaube ja nicht, dass wir das absichtlich falsch machen, sondern wir können es halt einfach nicht. Und wenn jemand was sieht, was wir nicht sehen, dann wird das doch gut. Wenn man das ansagt. Oh, scheiße, aber ich gerade schicken, Ingo. Ich hab's geahnt. Schlecht. Ja, ich wollte sagen, sorry, mein Ballverlust. Aber ist natürlich trotzdem doof, dass wir den 5 Sekunden später hin kassieren. Muss auch nochmal was dran machen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Schöner Angriff von den Wolves. Was macht er draus? Jawohl, schade. Wieder ein Mann. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr. Ein bisschen Torwart. Schön. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Jawohl. Wir haben es verstanden. Lad noch mal ein hier. Freundschaftsspiel, Liga. Vorne, das ist ja okay, aber hinten, beziehungsweise vorne, das zusperren. Muss noch ein bisschen. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Nein. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Shit. Ja, da muss ich wirklich auf den gehen. Könnte was werden, guter Pass. Und dann ist der Ball weg. Abwehr holt sich diesen Steilpass. Und jetzt bekommen sie die Chance. Reyes
Gute Chance für eine Flanke. Da können sie erstmal klären. Das sieht vielversprechend aus. Schöner Pass. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Da können sie klären. Die Gäste haben so ihre Probleme beim Ballbesitz, aber das kümmert sich offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet. Ach, sorry. Oh. Ist abseits. Da ist schon eins vorher gedrückt. Vielleicht kann ja der Jens mal das Zeichen für rausrücken irgendwie brüllen oder so. Ja, so spät. Spät oder zu spät, wie das kommt. Ja, immerhin kommt es trotzdem. Vielleicht kriegen die Leute irgendwann dann ein Gefühl dafür. Es geht ja darum, dieses Umschaltspiel nach vorne oder das Pressen. Sie können den Ball abfangen. Das ist ja ganz gut, wenn das ein Abwehrspieler machen würde, weil der die letzte Linie darstellt. Oh. Jetzt ist er vorbei, schlecht verteidigt. Sie verlieren den Ball. Schön. Gut durchgesetzt, gefährlich. Schade. Und jetzt nicht alle umdrehen, bleib in der Vorwärts, also mit dem Kopf zum gegnerischen Tor. Viel Platz auf dem Flügel jetzt für die Green Destroyers. Wenn es der Tor ist. Ja, aber das ist halt dann das, was passiert, wenn sie dich überspielen. Ja, aber wir hinten, wir drei, wir müssen hinten ein bisschen absichern. Wir dürfen dann nicht mit so weit stehen. Ah, ich Idiot, sorry. Ja, ich glaube, das ist auch, was der Dom sagt. Das ist, ich zum Beispiel ganz klar, aber. Jens, das hast du doch sogar bei Facebook geschrieben oder auch schon mehrmals gesagt, dass. Von den elf Leuten oder von den 10 Spielern da gehen 7 auf den Gegner und 3 sich hinten ab. Ja, aber die machen das so genau richtig, wie man es eigentlich machen sollte. Wir pressen vorne und dann machen die einen langen Ball und sind fast durch hinten. Und. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ball noch im Spiel, stark gemacht. Jetzt kann die Flagge kommen. So, jetzt hat er keinen Anspielschutz dran gehabt. Großes Kompliment. Hat alle nicht zugestellt. Man muss ja dribbeln. So, Ecke kommt. Okay. Springt einfach vorbei. Ich sag ja nicht so viel als die Faust, da ich spiele jetzt schon ein bisschen weiter vor, das habe ich selber gesehen, aber es kann ja nicht sein, oder wir wollen ja in diesen Pressing-Moment reinkommen. Das geht nur, wenn wir bei eigenem Ballverlust nicht alle nach hinten weglaufen. Das Mittelfeld dreht immer fast den Synchron nach hinten ab, wenn wir den Ball verlieren. Wir können, also dann richtig, aber das darf uns in der Abwehr nicht betreffen. Nee, das ist richtig, ja. Das heißt, dass ihr probieren könnt, das haben die manchmal ziemlich cool gemacht. Ich stand dann auf der Linie mit den Abwehrspielern, mit 4, und auf einen Schlag sind die 5 bis 10 Meter nach vorne aufgerückt. Und dann stand ich meistens mit noch 1, 2 anderen im Abseits und musste mich erstmal zurückziehen und hat keine Chance, irgendwie in den Pass reinzulaufen. Die Wolves liegen zu Beginn dieses zweiten Durchgangs also vorne und damit gehen wir wieder rein in dieses Spiel. Ja, das können wir, das wird dann irgendwann so kommen. Da sind die Räume für die Dream Destroyers über. Ach, der Ball ist in falsche Richtung. Einen Eckball. Bist du mit dem Puppi? Jo. Eine kurze Ecke. Hereingabe. Oh, wird doch so ein Scheiß. Aber es vom Kopf frei. Das war eine fantastische Aktion. Was für ein Tor. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Geduldiger Aufbau. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen Pfosten.
Unnötiger Ballverlust. Viel Platz für den Konter jetzt. Weiter geht es mit einem Einwurf. Der sollte einfach nur gerade runter auf Martin. Aber der Einwurf muss auch anders kommen. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ah, schön schnell laufen lassen, den Ball. König, neben dir. Nein, ich hätte vor dir. Und. Oh, schön. Schön, anbleiben. Ball. Da wollte ich eigentlich an dir vorbeilaufen, Michael. Mich da ja, ich habe auch mal drauf gewartet, dass du zwischen die Leute kommst. Und oh. Haben wir aber irgendwie nicht. Hören. Ja, Mist, hat er gesehen. Scheiße. Sie spielen steil, gefährlich. Robert, wo steht denn der? Robert, wo stehst du? Oh. Wenn der X reagiert, was soll ich machen? Komm, Bescheid sagen, irgendwas sagen. Irgendwas Internet machen. War weg auf einmal. Und zwar dringend. Und er gewinnt den Zweikampf. Super gespielt, macht er mit der Hacke. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Jetzt könnte die Chance entstehen. Sie suchen die Lücke. Schön. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht von Unbart. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Sie bringen den hohen Ball. Kann er was draus machen? Sie können es machen. Oh, shit. Sie müssen das Gegentor hinnehmen und damit sind sie jetzt schon zwei Tore vom Ziel. Tja. Am letzten Spieltag so eine Leistung. Das ist ganz hart. Also jetzt muss die Wende her. Was soll man dazu noch sagen? Kann man nur zu den barmherzigen Brüdern gehen. Abbitte halt. Die Znaldo hat er nicht vorhin auch bei ESP gespielt. Das ist ja unfair dann. Ist Martin, er heute bleibe nicht zu dir. Schöner Angriff von den Wolves. Da ist die Hereingabe. Also. Jetzt müssen wir draufbleiben vorne, nicht alle zurück. Da wird er unter Druck gesetzt. Och, fuck you, ey, ich hasse es. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Zeit. Oh, scheiße. Juni? Das ist eigentlich ja. So Theo. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie steht er da hinten. Schön. Hereingabe auf den Langen. Schön gesehen. Oh, oh schade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei.
Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Der Rückstand ist deutlich und das ausgerechnet heute, wo doch die Meisterschaft das Ziel ist. Sie brauchen einen Punkt, aber wo soll der herkommen? Kein Aufbäumen, kein Siegeswille. Was ist mit dieser Mannschaft los? Woran hapert es? Also ich glaube, ganz ehrlich, da unten auf dem Rasen hat im Moment niemand eine echte Antwort. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Schöner Pass jetzt. Aber dann ist der Ball doch weg, da fehlt die letzte Präzision bei diesem Steilpass. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Da ist er da. Schön. Noch schön hier. Hey, Aufstieg! Jo! Das hat nicht viel gewährt, mein Bio. Ich glaube, wir haben unsere Aufstiegsaufstellung gefunden. Nach einem Spiel das jetzt so sagen zu können, ist halt natürlich schwierig. Das müsste man mal über längeren Zeitraum testen. Das ist halt,